Geh in Deckung, wenn die Kugeln fliegen. Halt den Kopf unten, wenn du leben willst. Eigentlich ja, aber ich will meine Powerrüstung noch mitnehmen. Das fällt mir gerade auf. Moinsen, meine lieben Zugucker, herzliches Willkommen wieder zurück zu ja, Fallout 4, Part Nummer 199. Willst du einen haben? Der 200. Part, Alter, der ist schon bald da, gell? Krass. Okay, also, hier haben wir den alten Longfellow. Mit dem wollten wir mal quatschen und der, ja, let's go, würde ich sagen. Captain Avery meinte, du kannst mich nach Arcadia bringen. Hab gehört, es gab einen Kampf. Machst du dir die Hände schmutzig? Ich führe keine Leute mehr in den Nebel und in den Tod. Okay. Der Letzte konnte nicht mithalten. Keine 5 Minuten. Kannst du mir mehr über Arcadia erzählen? Dort sind seltsame Leute. Sie nennen sich Synths. Sie wollen dort eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. In Frieden leben. Sie haben Gutes für uns Inselbewohner getan. Besonders die Nebelkondensatoren. Ohne die würde es selbst Far Harbor nicht mehr geben. Na, siehste. Was ist ein Nebelkondensator? Die Kondensatoren sind komplizierte Technik. Sie halten den Nebel fern. Angetrieben vom Windpark, den die Synths betreiben. Uns Inselbewohnern gefällt nicht, ihnen gegenüber verpflichtet zu sein. Aber es geht nicht anders. Ah, alles klar. Ja. Aber wir suchen ja jemanden, gell? Ein Paar macht sich Sorgen um seine ausgerissene Tochter. Sie ging nach Arcadia und ich muss sie finden. Wenn jemand nach Arcadia unterwegs ist, steckt immer eine Geschichte dahinter. Lohnt sich für deine der Tod, ne? Nur einem echten Miska ist sowas gern. Schon viel mehr für viel weniger getan, ja. Ich hab schon viel mehr für viel weniger getan. Mit Worten bist du geschickt, was? Ich kann dich nach Arcadia bringen. Aber du musst auf mich hören. Dahin gehen, wohin ich sage. Wenn ich es sage. Okay. Wird trotzdem nicht einfach. Pack Grundbedarf wie Radex und so weiter ein. Dann kann die tatsächliche Arbeit anfangen. Ja, das passt. Passt doch. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Dann erledige das noch. Los. Okay. Alles klar. Also, dann könnten wir doch, mit dem... Wenn dir der Service... Ja, tatsächlich. Das könnten wir doch machen. Pass auf. Wir machen das doch auch einfach so. Was haben wir es denn hier? Eliminiere den Nebelkrieger. Wo ist der denn? Alter, da oben! Dicker, was geht? Beschaffe das Werkzeug. Wo soll das Werkzeug sein? Da hinten. Junge! Weißt du was? Arschlecken. Komm, dann geh mir mit dem einfach. Ja, hi. Komm. Bist du bereit, nach Arcadia zu gehen? Ja, wir sind bereit. Dann los, Longfellow. Dann komm mal mit. Okay. Geh mit dem alten... Also wir haben ja auf jeden Fall alles. Das sollte schon hinhauen. Hoffe ich zumindest. Also wir haben noch genug Redex, wir haben noch genug Redaway. Haben eigentlich alles, was wir brauchen. Deswegen schauen wir einfach mal, wie das so wird. Ich habe auf jeden Fall, ich bin sehr hoch motiviert. Arcadia liegt über der Nebelgrenze auf dem Berg. Ist ein Stück zu laufen. Ja, okay, easy. Nimm das mit für unterwegs. Schmeckt absolut widerlich, aber es hilft. Typ Meierlöck-Dörfleisch, alles klar. Okay, ich hoffe, du hilfst uns, beziehungsweise du gehst nicht drauf, Junge. Das will ich nämlich jetzt nicht. Wir müssen durch das Hauptgebiet durch, rauf zum alten Bergpfad. Ja. Das ist kein Problem. Der Nebel ist anders als alles, was du vom Commonwealth kennst. Festlandbewohner meinen, dass eine Dosis Radex alles heilt. Spuren. Frische. Fallensteller. Geh in Deckung, wenn die Kugeln fliegen. Halt den Kopf unten, wenn du leben willst. Eigentlich ja, aber ich will meine Powerrüstung noch mitnehmen. Das fällt mir gerade auf. Die sollten wir vielleicht noch mal fix holen. Einfach, weil wir sie... Weil wir sie hier haben. Hilft ja eigentlich auch, oder? Komm. Da ist er. Komm, auf geht's. Also, wenn wir sie schon hier haben, dann sollten wir die auch mitnehmen. Dann sind wir auch gegen den Red ein bisschen geschützt. Also, let's go. Na komm. Ja, schon besser.
Moment mal. Es ist der. Ah, mein Inventar. MacReady, wo bist du? MacReady, komm mal her. Hey. Ja, was gibt's? Sollen wir dann die Beute aufteilen? Ja, bitte. Kannst du bitte diesen Hammer nehmen? Und vielleicht noch die Planke. Und das war's eigentlich. Danke. So, dann sind wir nämlich jetzt nicht mehr über dick. Dann haben wir das jetzt. Bist du noch da? Oh nein, wo ist er hin? Okay, jetzt, wo ist denn unser Dings hier? Longfellow? Da hinten ist er. Hoffentlich. Ja, sehr gut. Hab schon kurz gedacht, ich hätte ihn verloren. Ah ja, da oben ist da einer. Das sieht auch gut aus. Du kämpfst gar nicht mal so schlecht. Ja, gell, ne? Ich müsste mich um alle allein kümmern. Vielleicht machen wir ja noch einen richtigen Haverbewohner aus dir. Ach, guck mal, wie schön hell das ist. Schau, jetzt mal ehrlich. Der Nebel kann dir übel mitspielen. Okay. Wird man ganz kirre. Der spielt mit deinem Gehirn. Okay. Die Fallensteller waren schon immer übel. Aber jetzt. Okay, okay, okay. Ich bin auf jeden Fall ready für alles. Aber Arcadia ist nicht so weit weg, oder was? Oder? Ja, zumindest. Über den gelangen wir nach Arcadia. Ah, okay. Auf der Straße sind überall Wildspuren. Sei also nicht überrascht, wenn wir es mit Tieren zu tun bekommen. Okay. Ich find's gut, dass wir. Guck mal, ich find's gut, dass wir unsere Taschenlampe mit haben. Da sind Tiere. Tatsächlich. Komm her. Seid ihr gut oder seid ihr böse? Ihr seid böse. Na komm her. Wirklich jetzt? Oh Mann. Das sah doch gut aus. Das auch. Ja. Also. Gefallen dir die Welpen? Hier ist alles noch aggressiver als anderswo. Es gibt noch viel zu tun. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ich mag das mit der Waffe übrigens. Also wirklich, ohne Scheiß. Die Waffe ist extrem nice. Hörst du das? Oh ja. Kriecher, die bleiben oft im tiefen Nebel. Wir halten uns lieber fern. Ist das so? Ich würde ihn aber schon gerne platt machen. Ja, okay, komm, den machen wir platt. Den machen wir platt. Als ich noch klein war, so bis zu deinem Knie, war die ganze Insel von Nebel bedeckt. Der Nebel verschwand. Die Leute kamen zurück, aber wurden bequem. Nahmen alles als gegeben hin. Okay. Die Leute vergessen schnell. Ist alles schon mal passiert. Ja, aber das ist doch auch nicht gut, dass sie das alles vergessen. Was soll das denn? Ich meine, hier ist, ja, es ist auch nicht so gut. Alter, was ist das hier? Ich befürchte, wir sehen gleich so einen Nebelkriecher. Das sind auf jeden Fall wieder Wölfis. Junge Schlinger. Was macht? Ja, pass auf. Gegen den Schwanz. Ah, das war doch gut. Ah. Oh! Hallo? Na also. Ah, das sind meine Lachs. Ab, ab, ab. Okay, warte mal. Lass mich mal kurz. Ich. Komm her. War der. Ja. Ein Springmesser. Okay, das nehmen wir mit. Was hast du noch hier? Glück sieht man hier nicht allzu oft. Ja, Glück gehabt. So, und dann hier, gib mir nochmal das und noch Fäule. Komm, gib her. Nice. So, weiter geht's, oder? Fein. Also jetzt, wir kommen doch hier wirklich gut voran. Da hinten ist noch so ein Viech. Immer mal zwischenspeichern, man kennt's. Und dann... Oh, da sind wir schon fast da, Digga. Oh, das sieht... Okay. Was ist damit? Ein wilder Ghoul. Ja gut, das ist kein Ding. Komm her. Und tschüss. Scheiße. So, probier das doch mal. Ohne Kampfflinte.
erhöht die Präzision, aber auch die AP-Kosten im Wetz, wenn du dich noch nicht im Kampf befindest, okay? Na gut. MacReady? Da, komm mal her. Da. Hey, was gibt's? Ich brauch... Hey. Ja klar, lass uns handeln. Na endlich. So. Wo ist das Ding? Wo kann ich hier die Kampfflinte kann ich dir geben, oder? Ja, perfekt. Ja, sieht gut aus. Komm, wir machen einfach mal hier die... Die ist auch... Na, wobei, komm, wir bleiben einfach bei der. Ich mag die schon krass. Die ist schon sehr, sehr gut, die Waffe. Oh, wir sind schon fast da, oder was? Oh, was ist mit dir? Kinder des Atoms. Okay, dann. Du willst draufgehen. Ja. Auf nimmer Wiedersehen. Dann mal los. Okay, Kinder des Atoms, die sind wohl etwas gefährlich. Das ist kein Ding. Okay. Da oben ist die Luft rein. Kein Nebel. Okay. Aber hier ist nicht mehr rein. Sehr schön. Und das ging ja natürlich jetzt auch schneller als gedacht. Okay, das... Alter, was ist das? Was ein... Oh, krass. Okay, das ist... Arcadia, da haben wir's. Moin. Ja, danke. Und wir sind da. Ja. Arcadia beobachtet uns schon eine ganze Weile. Wenn du mit ihnen reden willst, geh einfach rein. Die warten auf dich. Die warten auf mich. Wenn du nochmal Hilfe brauchst, komm vorbei. Hab eine Hütte außerhalb von Far Harbor. Gut, um sich auszurüsten, Ruhe zu finden oder sich einfach nur zu besaufen. Wenn du was Hochprozentiges mitbringst, sollte das aber für zwei reichen. Okay. Das ist kein Problem, gerne. Du solltest mitkommen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Gut. Warum zum Kuckuck nicht? Ist besser, als allein zu trinken. Ah, MacReady. Oh, okay. Pass auf, MacReady, du gehst wieder zur Red Rocket Raststätte. Ja. Ja, MacReady, du gehst erstmal zur Red Rocket Raststätte. Hau rein. Boah, geil. Nice. Ach, wie fein. Dann haben wir nämlich ihn jetzt in... Ah, ich mag den. Ich glaube, der ist cool. Verdammt. Ich weiß nicht mehr, ob ich diese Woche mein Bart schon hatte oder nicht. Digga, das weiß ich jetzt aber auch nicht. Hilf Captain Ivory. Okay. Wo ist denn Captain? Okay, wir könnten da jetzt reingehen. Aber ich will mich hier nochmal kurz ein bisschen umgucken. Einfach, ob es hier irgendwas gibt. Hier ist auf jeden Fall alles sicher. Guck mal, hier ist Munition. Ja, wunderbar. Hier haben wir ein bisschen Munition. Was ist sonst noch? Komm, wir gehen da mal hoch. Beziehungsweise, wartet, lasst uns erst nochmal hier gucken, ob es hier irgendwas gibt. Ja, hier ist auch Muni. Munition. Nehme ich immer mit. Dann haben wir hier noch... Ah, guck mal, Alter, noch mehr Munition. Geil. Guck dir den Scheiß an. Siehst du mal. Ja, MacReady, es tut mir leid. Aber die Quest ist noch da, ne? Ja. Okay. Das ist ja auch wichtig. Ich will ja die Quest mit ihm auch haben. Aber ich will jetzt auch mit dem Longfellow, will ich hier auch noch ein bisschen zu tun haben. Weil vielleicht gibt es bei dem auch eine Questreihe oder irgendwas Vorteilhaftes. Gehen hier gleich rein, aber ich will erstmal ganz hoch. Was haben wir denn hier? Was ist das? Das sieht aus wie... Seit wann machen Synths denn hier so ein Gewächshaus? Okay, das ist mir jetzt aber auch neu. Hier ist keine Munition. Wir nehmen jetzt auch nichts. Haben wir hier auch keine Munition? Schade eigentlich. Haben wir hier noch eine Benzinkanister? Ich kann jetzt auf jeden Fall sein Stuff benutzen, was gut ist. Das heißt, ich kann da meinen ganzen Schrott lagern von Longfellow. Guck mal, wie hoch das ist. Wir sollten hier... Also, wenn hier kein Comic oder sowas ist, würde mich das ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschen und wundern vor allem. So, hier ist nichts. Longfellow geht da lang. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Okay, hier ist nochmal Munition. Ah, gucken wir gleich mal, was da so ist. Aber und dann haben wir hier
Oh, wirklich gar nichts. Oh, das ist ja sehr enttäuschend. Ich hatte jetzt mal mindestens gedacht, dass wir wirklich irgendwas kriegen. Lass mal, komme ich da oben drauf? Das wäre irgendwie cool. Komm, lass mal. Ja, komm, lass mal probieren. Na. Boah. Digga. Okay, so auf jeden Fall. Hier ist schon mal nichts. Wir können ja mal drum herum gehen. Hier ist auch nichts. Oder? Nee. Ja, das wäre natürlich ein Ding gewesen, hätten wir da drüben was gehabt. Okay, dann können wir eigentlich nur noch runter. Komm. Gut, meine lieben Zugucker, dann würde ich aber jetzt hier einen Schnitt machen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Ach geil, ich hab Bock. Das wird richtig gut. Also in dem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Part. Dann haut rein und schönen Tag euch. Bis dann. Tschüss. Und dann geht's zum 200. Part. Nice. Bis dann. Ciao.